Geil. Das sollte denen zu denken geben. Hallo und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Alarm Cobra 11 Undercover. Wir spielen heute in der Reihe Hans Stahl die Mission Denkzettel und Hans Stahl Auslese 2 Knockout. Ja, Ben und Seema beschließen, dass die Polizei einen Rundumschlag unter dem Kurierfahrer machen soll. Ein Denkzettel und eine Warnung, dass die Polizei ihn nicht auf den Fersen ist. Ben hat einige gute Tipps, wo Seema und seine Kollegen fündig werden. Gut. Ich nehme aber diesmal Piranha, sag ich schon, Randsportpolizei. Ja. Dann sollte es, denke ich mal, auch gleich losgehen. Entschuldigung, ja, weiter geht's. Hey Seema, bist du unterwegs? Ja, ich fahre Streife. Im Moment ist die Organisation überall und ich versuche mal den einen oder anderen zu erwischen. Das trifft sich gut. Ich habe hier ein paar Koordinaten von Fahrern, die ich gerne aus dem Weg hätte. So. Kannst du nicht auf die direkte Tour einfach mal schneller sein als andere? Nein, gegen die kann ich nicht antreten. Das ist ein ganz anderer Bereich. Die Navigationspunkte habe ich auch nur durch Zufall ergattert. Am besten du beeilst dich. Okay. Also müssen wir da jetzt irgendwie hinfahren und die stoppen oder so. Oh, der Randsport bricht aber geil aus. So, ich hab noch nie Leertaste, also ich habe noch nie Handbremse gemacht, eigentlich richtig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre Leertaste, aber anscheinend brechen die immer so aus. Oder Steuerungstaste eigentlich. Ja, da habe ich schon wieder Leertaste gedrückt. So. Ja. Wieder aussieht so unter dem Baum. Nehmt euch in Acht. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, der bekommt einen Denkzettel verpasst. Also Jungs, wer nimmt es mit mir auf? Achso, wir müssen den jetzt hinterher. Alter, die sind aber weit entfernt. Ich habe nur 5 Minuten. So, ich werde jetzt erstmal eine Straßensperre machen. Zwar sehe ich die jetzt nicht, und vielleicht hilft sie ja sogar. Anscheinend hilft sie aber nicht. Fährt auf der Gegenseite. Oh. Ach Mann, ich habe überhaupt keine Chance, da dran zu kommen. Dieb.
positionieren sich so scheiße, dass jeder durchkommt. Nochmal eine Straßenspiel. Dein. Hilft die wenigstens was? Hilft auch nichts. Ach Mann, warum rutsche ich denn so scheiße mit dem Wagen? Und da muss ich, kann ich nicht herfahren. Wie blöd ist das denn? Alter. Eine Ölspur, oder? Sieht so aus. Ne, ich nehme erstmal den. Und jetzt Nitro. Ach, ich habe wieder kein Nitro. Alter, ich komme da überhaupt nicht dran. Ups. Hä? Okay. Toll, ich habe 3 Minuten und habe noch nicht mal den ersten. Prima. Oder ist das die Anzeige nur für einen gedacht? Dann wird die Folge ja riesig lang. Jetzt komme ich dran auf. Toll, hier war ich zu Anfang. Und der muss da jetzt hinfahren. Prima. Toll, da hätte ich auch hier stehen bleiben können. Jetzt könnte ich, habe ich ihn gleich. Komm schon. Oh nein, schnell weg mit den Päckchen. Oh nee, ich brauche muss. What the fuck? Die sind ja jetzt alle auf einem Fleck, ist ja geil. Shit! Ich hab den nicht getroffen. Kacke. Na, Nagelbrett. Oh, komm, stell dich auf. Ölspur. Ich habe jetzt mal einen Cheat eingewendet, ist mein Auto wieder repariert. Ich habe volles Nitro. Musste ich jetzt. Ich komme trotzdem hinterher. Komm schon. Mann, wie fährt der denn? Alter. Ich schaff das nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich irgendeine Mission wiederholen muss. Ach, die scheiß Ölspur da. Schaffe ich nicht. Verdammt, die stört das überhaupt nicht. Ich habe genug. Ich breche ab. Wiederholen. Das kennen wir schon. Oder muss ich das?
Nehmt euch in. Ah, jetzt. Einen. Bullen? Oh nein, schnell weg mit den Päckchen. Jetzt. Genau in die Einfahrt reingefahren. Ich wollte da nebenbei herfahren. Komm, das schaffe ich schon. Und drauf. Und da ist wieder einer davon. Warum fahren die alle auf der Gegenspur? Ist heute Geisterfahrer Day. Ghost Driving Day. Bus. Oh. Wow, was war das? Verdammt, die Bullen! Die Hälfte habe ich schon. Und mal schnell Cheat nochmal eingegeben. Habe ich mich informiert, dass das alles. Ach, Scheiß war. Genau da muss so ein Scheißding stehen. Und den kriegen wir auch noch. Die Folge kommt heute etwas später, weil ich den ganzen Tag mit einem GIMP-Foto beschäftigt war. Also ich wollte eins bearbeiten. Ich wollte ein bisschen GIMP dazu lernen, weil ich auch das für die Thumbnails in YouTube benutze. Ach shit. Ach komm, der fährt jetzt auf die Autobahn. Nee. Ist doch blöd, dann muss ich. Ich hab noch die. Ich hab noch die Hälfte. Ich brauch nochmal ADAC. Entschuldigung, dass ich jetzt zwar Cheats benutze, aber ich muss hier richtig Gas geben, sonst komme ich nie ran. Wieder ein. Noch ein. Noch mehr von denen. Ich glaube das einfach nicht. Da vorne ist der letzte. Ich. Und dann nehme ich jetzt nochmal extra die Schnur. Das kleine Abschlusseffekt.
geil. Das sollte denen zu denken geben. Ja. Und jetzt machen wir noch, wie gesagt, die hier. Nehme ich den hier. Das erste Mal, dass ich jetzt eine Mission wiederholt habe, also. Gestern kam auch keine Folge doch mehr um 8, weil ich habe das einfach nicht mehr geschafft. Tut mir leid. Ich schaffe anscheinend doch nur eine Folge pro Tag. Wenn ich überhaupt eine schaffe. Tut mir leid. Aber ich bin halt... Ich muss auch noch was für Schule machen und so. Und im Moment ist... Ist Test-Time. Es werden im Moment sau viele Arbeiten geschrieben. Das könnten sie mal ein bisschen so... Ja, es, die müssen irgendwie am 20. Wie lange willst du denn noch dahinter bleiben? Fahr doch dran vorbei! Die müssen irgendwann Ende Juni ja feststehen, alle Noten, da, ob du versetzungsgefährdet bist oder nicht. Aber hätten sie ein bisschen besser verlegen können irgendwie. Also ich bin der Letzte, merke ich jetzt erst. Du solltest den Wagen endlich überholen. Ich habe gerade einen überholt. Geh weg. Genau auf einen drauf, klar. Und wieder einer, der dem Druck nicht standgehalten hat. Das ist ja eine Ausschaltungsrunde, da muss ich ja weiter vor. Das sind 5 Runden. Ich gebe mein Bestes. Leck mich, blöder Penner. Leck mich, blöder Penner da. Jetzt dreht mich doch mal richtig rum. Aber das ist nach der, nach und nach im, bei den Missionen bei Cobra 11 immer schwieriger wird. Wie lange willst du denn noch dahinter bleiben? Fahr doch dran vorbei! Würde ich ja gern. Jetzt bin ich's auch. Und wenn er mich ne... Guck, und das meine ich. Hier, schön am Heck ran, damit der andere sich dreht. So. Soziales Verhalten. Das Auto wird richtig dreckig. So, einer ist wieder raus. Vorletzte Runde. Machen wir schon. Warum kam ich hier so schlecht hoch? Die holt schnell wieder auf.
Ich habe Angst. Jetzt bin ich schneller hochgekommen. Rekord. Ja. Und damit machen wir beim nächsten Mal weiter mit den zwei Sachen. Oder mit den... Ja, vielleicht machen wir auch drei Sachen. Mal sehen. Kommt drauf an, wie lang es dauert. Gut dann. Bis morgen. Ciao.